gibt so einen schönen Satz von Durieu: Maler und Modell wissen nicht, worauf sie sich einlassen, wenn das Wort Porträt fällt. Und das ist, beschreibt das sehr gut, wie es ihr damit geht, aber wahrscheinlich auch jeden Künstler. Man muss zuerst die Pose finden, man muss irgendwie eine Chemie haben, die funktioniert. Und das kann man sehr gut beobachten von 1903, wo es das erste Porträt gibt, bis 1971, wo sie stirbt, wird sie eigentlich durchwegs porträtiert. Sie ist sich definitiv sehr bewusst, auch wie sie die Medien einsetzt. Also sie arbeitet mit immer dem ein und demselben Fotoatelier Becker und Maas in Berlin. Da steht eine Frau hinter der Kamera zu dieser Zeit und sie beauftragt die einfach auch für Rollenfotos, für Modefotos, im Flugzeug, mit Tieren, aber auch beim Kriegseinsatz in Berlin-Buch, wo sie als Krankenschwester arbeitet, oder auch am Totenbett von Paul Kassierer. Es ist ihr viel, viel lieber, von Frauen gemalt zu werden, weil die einfach auch gnädiger mit dem Aussehen sind. Also natürlich will sie es kontrollieren, natürlich fühlt sie sich nicht immer sehr wohl dabei, aber natürlich, eitel sind wir ja gar nicht, freut sie sich dann schon natürlich über die Bilder, hält auch im Alter dann Vorträge über die Werke, die sie verkörpern. Ich denke doch, dass das nicht ganz so am Bildschirm war die letzten Jahrzehnte, dass Durieu doch Österreicherin ist, Wienerin ist, als Godefroy geboren. Also ich gehe davon aus, dass es doch ein anderes Interesse auch geben wird, weil viele kennen den Namen, viele kennen einfach dieses Bild durch die Zierze und man weiß eigentlich nicht, welches bewegte und engagierte Leben dahinter steckt. Es sind natürlich von Beginn an nicht nur die klassischen Rollen, sondern also gerade die Rolle, mit der sie berühmt wird. Salome ist ja zwar ein klassischer Stoff, aber Oscar Wilde war davor auch verboten, ist die erste öffentliche Aufführung. Und es ist auch so, dass sie selbst sagt, es gibt keine Theaterautoren mehr, die moderne Frauenrollen schreiben. Das sind schon Dinge, die sie sehr interessieren. Sie animiert auch Heinrich Mann schreibt ein Theaterstück für sie, also das ist auch etwas, was Kassierer dann unterstützt, aber das ist auch etwas, was sie möchte. Sie war natürlich schon auch offen politisch, beziehungsweise sie wurde offen politisch gemacht, weil das natürlich diese Aktivitäten auch wahrgenommen wurden, aber sie hat dieses ganze soziale Engagement doch auch sehr diskret auch abgehandelt, also eben diese Geschichte, dass sie Rosa Luxemburg finanziell unterstützt, während deren Haft. Ich habe auch dann letzten Endes gefunden in einem Archiv eine Tagebucheintragung von ihr. Da steht dann zwischen Friseurterminen und Dauerwelle und Arztbesuchen gibt es so einen Satz, ich weiß nicht, es sind glaube ich 320 Mark, Rudi Dutschke, einige Wochen vor ihrem Tod. Also sie zieht dieses politische und soziale Engagement doch bis zum Ende ihres Lebens auch durch. Sie ordnet dann im Alter ihren Nachlass, weiß, er wird an die ADK gehen, also das ist auch ihr Wunsch, legt immer wieder Fährten und Zettelchen, wo sie Vermächtnisse in Schönschrift aufschreibt oder legt in Kalenderbücher kleine Zetteln, wo dann steht, dass hier habe ich mein Geld vor der Pfändung versteckt. Sie möchte ganz dezidiert nicht vergessen werden und stiftet deswegen auch zum 65-jährigen Bühnenjubiläum den sogenannten Tiller-Durieu-Schmuck, der alle 10 Jahre, so ist es ihr Wille, an eine bedeutende Vertreterin der deutschen Schauspielkunst verliehen wird. Sie selbst verleiht ihn an Maria Wimmer. Die gibt ihn dann weiter. Die aktuelle Preisträgerin ist Gabriele Maria Schmeider, die dann auch so freundlich war, uns den Schmuck für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen.